Hallo YouTube, hallo Internet! Und willkommen hier mitten im Einsatz. Oh je. Ist da was passiert? War es eine Bombe oder vielleicht doch ein Flugzeugabsturz? Los, alle Mann zu mir, aber schnell! Jo, Chef. Was ist passiert? Lass uns auf John warten. Ich will nicht alles dreimal erklären müssen. Hast du schon irgendeine Ahnung, was der Auslöser war? Nein, die Lage ist unklar. Wir müssen im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass es wirklich ein Sprengsatz war. Okay, das scheint dann die Vorgeschichte zu sein, die, bevor es passiert ist, ja, bin schon hier. War, oder? Wie gehen wir vor? Es werden noch einige Arbeiter vermisst. John, du gehst mit Alex und Chris rein und siehst dich drinnen um. Alles klar. Dann Ausrüstung holen und los. Okay, auf geht's. Aber passt mir bloß auf da drin. Wenn es zu gefährlich wird, kommt ihr sofort heraus. Schon klar. Kommt, Jungs. Schnappt euch PA, Axt und einen Feuerlöscher und los geht's. Ja, machen wir das mal. PA. Axt. Nee. So, logisch, dass da kein Feuerlöscher ist, ne? So, wollen wir einen Schlauch? Nee. Jungs. Nimm Axt. Hol Strahlrohr. Oh. Okay. Schließ das mal hier an. Kein Problem. Das haben wir gelernt, das haben wir geübt. Ist er schon dran? Okay. Jungs, ich hab das Rohr. So, dann schauen wir mal. Der Schlauch ist ganz schön lang. Aber muss er ja auch sein. Ne? Ist ja ein Feuerwehrschlauch. Die sind halt lang. Wintereinbruch, 3 Jahre zuvor. Okay. Was passiert jetzt? John! Hallo, John! Hörst du mich? Was ist los? John, du musst aufwachen. Was ist denn los, Alex? Schau mal aus dem Fenster. Ach, herrje. Ist das Schnee? Ja, es gab einen kompletten Wetterumschwung. Mike hat erhöhte Einsatzbereitschaft angeordnet. Alles klar. Bin schon auf den Beinen. Über die Schuhe anziehen. Okay. Echt? Muss ich das? Verlasse das Zimmer und gehe zum Aufenthaltsraum. Ich werde mal rausgucken. Was ein Wetter. Na? Oh, ich bin noch nicht wach, YouTube. Ach, verdammt. Nicht mal Zeit, in Ruhe wach zu werden. Achtung! Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge aus zum Bereitstellungsraum am Flugfeldende 32L. Durch die noch nicht geräumten Rollfelder besteht höchste Gefahr beim Landeanflug einer Frachtmaschine. Die Fahrbahnen des gesamten Flugfelds sind großteils ebenfalls noch nicht geräumt. Bei der Anfahrt ist also höchste Vorsicht geboten. Das hat jetzt echt noch gefehlt. Ja, da muss man natürlich dann aufpassen. Schreit, dass man da nicht rumrutscht oder was? Wo ist mein Strich? Mein Pfeil? Jungs? Oh. Oh, hab ich jetzt hier den Panther? Ja, cool. Cool. Aber der rutscht doch nicht, oder? Du hast die Form Einsatz? Oh, sorry. Oh, sorry. Ja, ich komme ja schon. Warte mal. Fahr nicht schnell rüber, vielleicht schaffe ich es noch. Peinlich. Okay, siehst du eine Ladesequenz, denke ich mal. Genau.
Ja, ich hoffe, wir bleiben nicht im Schnee stecken, YouTube. Und ich hoffe, wir haben auch Winterreifen drauf. Aber ich denke mal, die haben Allwetterreifen, oder? Boah, da bin ich voll angesteckt jetzt mit so einer Müdigkeit. Sorry. Aber er ist auch nicht richtig wach. Da, ich hab Blaulicht an. Schon cool, so ein Ding in Original zu fahren. Ich glaube, ich kann auch überholen. Boah, ist ja ganz schön weit, ha? Jungs, ihr seid definitiv zu langsam. So, hier ist meine Position. Einsatzleitung an alle Einsatzkräfte. Die Maschine befindet sich im Landeanflug. Alle Einheiten halten bis auf Weiteres ihre Positionen bei. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. FLF 3 an Einsatzleitung. Verstanden. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Einsatzleitung an alle Einheiten. Alle Löschfahrzeuge begeben sich sofort zur Unglücksstelle und beginnen mit einem Schnellangriff. Alle anderen Fahrzeuge begeben sich ebenfalls zur Unglücksstelle, halten sich aber etwas im Hintergrund. TLF 3 an Einsatzleitung. Verstanden. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. Okay, ich greife an. Ich bin gespannt, wie man das Ding hier bedient. Ja, Mann, ey. Aufpassen. Auch R und X oder wie? Hallo? Ich habe dann für mehrere Angriffssysteme. Wenn ja, die Tasten Y und C. Y. Hallo? Ja, ich würde ja... Jetzt passiert was. Okay. Ach so, bewegt sich dann nicht der ganze Arm, sondern... Ach so. Okay. Wahrscheinlich hat er dann verschiedene, damit dann halt auch so Sachen, die halt nicht so weit weg sind. Schon cool, ne? Wir wechseln mal die Seite. Hallo? Das ist ja geil. Ich glaube, wir haben alle gerettet, oder? Sind es noch irgendwelche Fraktale, die hier noch rumbrennen? Ach, da hinten. Okay. Drehen aber nicht alle Räder.
So, ich glaube, das haben wir gleich hier. Komm schon. Das ist gelöscht. Auch zum letzten. Halt das mal schön kühl. Das können wir ja auch mit dem machen, ne? Das reicht nicht. Na komm schon, fall los. Und das letzte. Scheinen soweit unter Kontrolle zu sein. Der übrige Löschzug kann jetzt aufrücken und die Unfallstelle absichern. Die FLFs bleiben zunächst noch auf ihren Positionen, bis alles gesichert ist. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. Halte mich bereit. Okay. Jetzt wieder ein Sprung zurück, oder? Flammeer. Gegenwart. Heißt das jetzt, bin ich jetzt wer anders und der, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, Jungs, geht zur Seite. Ich werde jetzt vorsichtig die Tür öffnen. Alles klar, Alex. Sei vorsichtig. Verstanden. Oh. Ich werde ja löschen, aber ich... Jungs? 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 Feuer? Feuer. Ich würde ja löschen, aber ich... Krieg nichts in der Hand. Kann das zwar hier auswählen. Aber ich brauche bestimmt die Atemmaske. Nee, geht auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Bug erwischt. Und dann laufe ich halt weg. Und laufe gleich nochmal zurück. Ich habe doch keinen Bug erwischt. Ich hätte die, ach so, ich hätte die mittlere Maus... Ja, sorry, mein Fehler. Okay, ich lösche mal. So macht das auch viel mehr Spaß, wenn man hier nicht nur so begrenzt hat und so. Okay. So, kommt Jungs. Weiter geht's. Aber immer schön vorsichtig. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Jeder nimmt sich nach und nach einen der Räume vor. Sucht überall nach Überlebenden. John, du gehst nach rechts rüber. Chris und ich fangen hier auf der linken Seite an. Chris, du nimmst den ersten Raum, ich sehe mich im zweiten um. Alles klar, dann mal los. Verstanden. Ich war jetzt John, oder? So, jetzt kriegt das hier... So diese Wände kann man anscheinend nicht löschen, ne? Nee, lass mal auf. Man hat schon ein deutlich angenehmeres Gefühl hier, wenn man hier diesen Schlauch dabei hat.
Gut, wir müssen weiter suchen noch Überlebenden. Mein Freund. Aber ich glaube, ich soll ja nicht helfen, ne? Oder? Ah, du machst das schon. Wie sieht's aus? Ich habe alles abgesucht, aber hier ist niemand. Ich konnte auch niemanden finden. Okay, dann weiter. Hey, was machst du? Warum rennst du durchs Feuer? Sollte man mal eine Maske aufsetzen. Chris, geh zur Seite. John, schnapp dir die Axt und brich die Tür auf. Alle bereit? Dann los. Wer ist John? Ich. Okay, wir teilen uns wieder auf. Chris, du gehst nach unten. John, wir beide gehen weiter nach oben. Alles klar. Dann los und pass um Himmels Willen auf, wo du hintrittst. Alex, wie ist die Lage bei euch? Bislang konnten wir keine Überlebenden finden. Wir schauen uns weiter um. Alex, wenn die Lage zu heiß wird, kommt ihr umgehend zurück. Hast du mich verstanden? Verstanden. Wir passen auf. So. Kommt denn jetzt mein Kollege nicht mit? Das ist äußerst schade. Ja, also hier geht's auch nicht weiter. Ich soll doch nach oben gehen, okay. Ruh du dich ruhig aus, ich geh schon. Von da sind wir ja gekommen, so. Er hat da vorne echt mich gemeint, ich soll mit hochkommen. Okay, John. Wir teilen uns wieder auf. Du übernimmst die linke Seite und ich sehe mich auf der rechten Seite um. Alles klar. Auf geht's. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge YouTube. Macht's gut!